Jo, jetzt haben wir ja voll die Schafsarmee. So, alle reinspaziert. Oh, guck mal, wie gut das funktioniert. Das funktioniert ja richtig gut. Aber das ist voll gemein, wir haben jetzt einfach kein Weizen, um die zu vermehren. Aber komm, dafür mache ich euch eine Lampe hier noch mit hin. So, Schweinchen muss ich mit Karotten anfüttern, glaube ich. So, Problem gelöst. Schafe haben wir schon. Das nehmen wir noch weg. Und damit haben wir Wolle, Leute. Wir können jetzt x-beliebig viele Betten machen, wenn wir wollen. Wir können uns Banner machen. Wir haben also richtig geil ausgesorgt. Also Schafe, absolut kein Problem mehr. So, check, erledigt. Würde ich sagen, machen wir weiter mit Hühner. Wir haben noch 25. Hier können wir dann später so einen Weg machen vielleicht. Das heißt, ich würde hier sogar schon anfangen. Wollen die Hühner. Komm, das nehme ich mal kurz weg. Ich brauche unbedingt eine Schaufel. So, und hier wird dann der Weg mit den Hühnern gemacht. Ich mache ganz kurz mal hier, dass ein bisschen, ne, dass ein bisschen ordentlich ist. Das ist aber wirklich in der Savanne, ne? Das ist aber mit den Gräsern hier, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich, weil es so trocken ist, ne? Das haben die dann so. Wollen wir hier so einen Abstand lassen? Nö, ne? Obwohl, wenn die hier oben, dann kommt irgendein anderes Tier hier. Oh, wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Oh, komm. Also da muss ich aber auch noch mal kurz eine Thumbnail machen. Warte mal. Das würde ich auch ganz gerne als. Komm, guck mich mal an, mein Freund. So. War nicht ganz so hübsch. Jetzt schrecken die mir in den Arsch, du. Nee. Hey, hier bin ich. Der haut einfach ab, der komische Händler. Naja, kann man nichts machen. So. Also das Problem, was wir hier haben, Freunde, das ist, dass dann von oben einer hier so runter kann. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen Abstand lassen. Also so vielleicht, dass wir hier noch so einen Block haben, so zum Durchlaufen. So ein Trampelpfad oder so. Ja, das können vielleicht so genau die. Was hast du denn im Angebot? Farbstoff bringt er uns mit. Mangrovenkeimling für 5 Emeralds? Na, das klingt nicht schlecht, Freunde. Aber ich habe keine Emeralds gerade. Wollen wir dich einsperren? Ich könnte den jetzt einsperren. Einfach nur so um Mangroven-Emerald haben sie diese Keimlinge dazu bekommen. So, hier mache ich dann das nächste Zauntor hin. So, und jetzt würde ich sagen, holen wir uns noch die Hühner. Die nehmen wir auch noch mit. Wo sind die Hühner? Hühner, da brauche ich das hier. Huhn, wo ist das Huhn? Kok, 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 kok. Jeder Schweinchen. Irgendwie war hier auch ein Huhn. Oh, der Weizen, den können wir gleich abernten. Wo ist denn das Huhn? Also, es wächst ein bisschen langsam, muss ich sagen. Ist da irgendwie was verändert worden oder so? Das ging doch sonst immer schneller, oder? Das scheint hier nicht das beste Anbaugebiet zu sein. Da ist ein Huhn, ja, wunderbar. Komm mal mit hier. Bei Hühnern ist das Geilste, die legen einfach auch so Eier, ne? Das ist auch richtig cool. Freunde, wir haben einen mega geilen Start, ne? Also wenn ich jetzt überlege, dass wir jetzt, glaube ich, in der vierten Folge oder so sind, also wir sind noch nicht mal eine Stunde dabei, haben schon Eisen, wir haben Schafe, wir haben Tiere, wir haben, also das ist schon nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht, ne? So, das ist nächste Huhn, das holen wir uns natürlich auch. Da kommt es auch schon. Und somit können wir die dann auch wirklich vermehren. Und dann legen die auch Eier wie wild. So, zack. Nee, hier, hier, hier. So. Siehst du, dann können die sich jetzt hier erstmal fröhlich vermehren. Und da kriegen wir auch schon den Fortschritt. Fortschritt erzielt. Die Hühnchen und die Blümchen. Genau, da ist das Babyhuhn. Cool. Also auch das hat problemlos geklappt. So, schön. Ich bin fröhlich. So, dann haben wir noch ein bisschen Holz übrig. So, jetzt haben wir hier noch die Geschichte mit dem Weizen. Da können wir noch abfarmen, aber ich will ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Naja, komm, nimm mit. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so der Freund von hier einfach so immer rauspicken. Ich mache immer ganz gerne immer so das ganze Feld mitnehmen. Aber gut, in diesem Ausnahmefall machen wir das mal. Vielleicht würde ich mich darauf einlassen, dass wir dann hier so ein bisschen so AFK stehen, da im Haus oder so. Das sollte ausreichen, sodass dann das Feld dann halt gewachsen ist. Das kann man natürlich machen.
So, jetzt müssen wir natürlich überall hier, wo die Lücken sind, wieder auffüllen. So, dass dann hier der nächste Weizen, ja, nachwachsen kann. Ne? Guck mal, da wird es auch schon wieder dunkel. Das geht hier recht schnell. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch als erstes mal ein Brot. Ne? Gucken wir mal ein Brot. Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen Erfolg gibt. Ess Brot oder so. Backebrot? Nee. Oh, und ich glaube, ich mache mal noch eins. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich weiß, was wir machen gleich alle. So, haben wir 5 Stück am Start. Na gut, wir spielen auf schwer. Dadurch verbrauchen wir natürlich auch mehr, ne? Ist ja klar. So, und ihr seht schon, auch hier unsere Weizenkörner, ja, die verdoppeln sich langsam. Das ist gut. So, das mache ich da rein. Das machen wir mal hier hin. Und die Axt, die brauche ich wieder nicht. Und dann kann ich wieder pennen gehen. So. Herrlich, Leute. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Gut. Neuer Tag beginnt. Wie schnell das hier in Minecraft geht, unglaublich. So, Schweinchen können wir noch nicht holen. Was haben wir noch? Kühe könnte man noch holen. Jetzt habe ich natürlich das Weizen verbraucht, ich Trottel. Aber naja, so. So sieht jetzt der aktuelle Stand aus. Was als nächstes? Ich würde vorschlagen, Freunde, wir müssen uns als nächstes um unsere Hauptbase kümmern, weil das ist ja hier nicht unsere Hauptbase, ne? Das ist ja nur so die ersten Tage gewesen. Und aus dem Grund müssen wir uns mal was überlegen, wo wir unsere Base aufbauen. Jetzt kann ich es mir jetzt natürlich einfach machen und sagen, wir bleiben einfach hier in der Nähe und gehen einfach hier. Was ist denn das hier? Da steht ja eine Kuh. Cool. Also hier steht ja so ein Berg rum oder was auch immer das hier ist, so ein Hügel. So, und wenn ich mich da reinbauen würde, dann ist das doch für einen Anfang. Wie groß ist denn das? Ach, guck mal, das geht hier bis hier hinten rein. Oh, und es geht sogar noch hier runter. Doch, das mag mir. Oh, das mag mir aber gefallen, Freunde. Das mag mir gefallen. Da kann man was draus machen. Sozusagen, dass hier das alles Base wird. Da muss ich nicht viel machen. Da müssen wir uns einfach nur eine Schaufel holen und uns hier reingraben. Freunde, das machen wir. Wir sind jetzt nicht groß hier am Gedanken machen. Oh ja, doch, oh, das wird cool, Leute. Das wird richtig cool. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier kein Haus. Wir bauen uns einfach da in den Berg rein und das werden wir richtig geil designen. Ich habe da schon was als Idee, Leute. Ich habe da schon richtig was als Idee. Und das wird im Prinzip, da können wir auch nach unterirdisch gehen. Das ist genau die richtige Größe, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und da werden wir was richtig Geiles draus bauen. Das wird unsere Base werden. Und die wird groß genug sein, Freunde. Vertraut mir. So, dann brauche ich aber auf jeden Fall, brauche ich hier Schaufeln. Da kommen wir nicht drum rum. Wir werden auf jeden Fall erstmal eine Spitzhacke machen. Nochmal aus Stein. Die werden wir brauchen. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel. Ich glaube, da mache ich mir auch gleich mal 2 Schaufeln. So, die heben wir uns auf, wenn wir in die Höhle runtergehen. Da will ich ganz gerne die Dias mit abholgen. So, und los geht's. Fangen wir sofort an. Ab in den Baumodus. So, wo ist der Eingang? Wo wollen wir den Eingang machen? Möglichkeit wäre hier einen Eingang zu machen. Dann gucken wir nicht dahin. Oder wir machen den Eingang hier vorne. Was ich sogar noch cooler finden würde. Wir machen den Eingang. Hier, das ist unser Eingang. Ja, genau. So. Ja. Sag ich mal, setze das mal kurz hier so nach oben. So. Das wird natürlich alles noch angeglichen mit dem entsprechenden Stein, wenn wir den vorher, wenn wir den irgendwann mal haben sollten. So, dann machen wir 2, da gehe ich 3 rein. Das reicht auch schon aus. Hier kommt ja dann der Stein hin, da kommt der Stein hin. Das heißt, hier können wir schon unsere. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ah, das reicht eigentlich, der Platz. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. So, das ist jetzt ein Block. Na, da können wir nochmal ransetzen. So, ab hier. So, und jetzt rumpeln wir das alles jetzt aushöhlen. Das ist unsere Aufgabe, Freunde. Wir müssen das jetzt alles aushöhlen hier und im Prinzip so einen Raum erschaffen, ne? Von dem aus wir operieren. Das heißt, da müssen Kisten hin, beziehungsweise Fässer von all den Sachen, die wir uns erfarmen. Hier vorne kommen dann die Türen hin. Ich glaube, hier in die Richtung können wir auch noch mal ein paar Blöcke gehen.
Noch mal gucken, wie weit wir da kommen, bevor wir da auf die andere Seite wieder rauskommen. Ah, da sehen wir schon, da beginnt schon die Erde. Was bedeutet, dass wir da wahrscheinlich gleich rausgucken können. Na, vielleicht können wir mit Fenstern arbeiten. Oder? Nö, hier geht noch. Geht es da auch noch? Ja, da geht es auch noch. Das ist gut. So, jetzt kriegen wir auch jede Menge Stein, ne? So, ich würde sagen, auf der Seite reicht das auch schon. Können wir hier noch die Wand ein bisschen schöner machen? Zeig mal, wie viel Platz hätte man denn da? Och, du hast genug Platz eigentlich. Ich glaube sogar, wir können noch weiter, ne? Weil da kommt ja dann noch eine Wand hin. Aus irgendeinem Material. Weiß ich noch nicht. Vielleicht Sandstein oder so. Da lasse ich mir noch was einfallen. So, hier die Kante, die müssen wir nicht bearbeiten, weil das ist ja der Eingang. Ne? Das bleibt also so. Und das heißt, jetzt gehen wir hier einfach rein. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist jetzt natürlich eine Aufgabe, die wir jetzt so in so einem Livestream natürlich besser machen könnten, ne? Weil dann kann ich mir irgendein Thema raussuchen und könnte man uns darüber unterhalten. Und das ist für euch jetzt natürlich als ja, Zuschauer hier auf YouTube wahrscheinlich ein bisschen langweiliger. Was ich jetzt machen könnte, wäre, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das machen möchte, dass ich einfach wie sagt man, einen Zeitraffer hier reinbaue, sodass wir doppelte oder dreifache, zehnfache Geschwindigkeit haben und dann nudel ich das hier im Prinzip ab. Also das wäre noch eine Möglichkeit, wo ich sage, würde ich mich für die Zukunft drauf einlassen, wenn ihr sagt, ja, können wir machen. Ne, wenn ihr sagt, nö, ist scheiße, ihr wollt das alles sehen hier, dann können wir das machen. Ansonsten kann ich das so machen, dass ich einfach mit meinem, also mit meinem Aufnahme, Quatsch, Aufnahme, mit meinem Videoschnittprogramm kann ich das so machen, dass ich auch die Geschwindigkeit verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen kann. Und es wäre kein Problem. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare rein für die Zukunft, ob wir dann so eine, ja, Aktionen hier, wie wir jetzt gerade machen, ob wir das dann auch mal machen wollen mit so einer doppelten Geschwindigkeit oder ähnliches. Ne? Das müsst ihr mir sagen, ne, dass ich es weiß. Ich mache nichts ohne euch. Ist ja auch ein bisschen Community. Ne? So, also ihr seid da schon so ein bisschen mit dabei bei der Erkundung oder von dem Aufbau von Planet Eternia. Und das wird auf jeden Fall interessant werden. Ne? Dum, dum, dum. Also hier wird es jetzt erstmal eine Weile dauern, da kann ich euch schon mal vorwarnen. Ja? So, und in der nächsten Staffel werden wir ein bisschen was als Thema mal anfangen. Ne? Dann werden wir uns erstmal mal so mit dem Planet Eternia mal so ein bisschen beschäftigen. Was damit so los ist, mit den Figuren vor allen Dingen und mit den Fahrzeugen, Burgen, mit diesen ganzen Mysterien, die es da so gibt. Mein Gott, was ist denn das für ein Riesenberg? Ist der wirklich so groß? Ist aber schon groß, ne? Aber ist gut, wenn es so groß ist. Wir brauchen Platz. Was ist das denn? Alter, hier geht's ja runter. Hilfe, Hilfe, hier geht's runter. Aber das ist gut, dass es da runter geht, weil ich wollte ja eh runter, nur nicht so abrupt. Und irgendwie ist es gerade ein bisschen suboptimal, dass es hier runter geht, weil. Kann man das nicht so machen, dass wir hier die Treppe, also warte mal, geht das? Das geht bestimmt. Warte mal, dann nehmen wir das noch weg hier. Okay, da oben ist irgendwie Gras. Angenommen, ich verlängere das mal und wir würden dann anfangen, dass ich. Also, dass das. Warte mal, wenn dann hier die. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt geht's los. Watercave Crafter das erste Mal verwirrt. Ja, da geht's runter. Okay, und wir wollten das aber so machen, dass wir. Also, dass dann hier so eine Wand ist. Mach das mal. Ich mach das mal kurz. So, da ist eine Wand. Ja, verschönern machen wir später. So, das kommt ja eh alles weg hier, ne? Genau, das kommt ja eh alles weg. Und dann, aber das ist nur ein Block. Hier hätte ich gerne zwei Blöcke. Oder noch besser wären drei. So, genau. So, und das hier dann im Prinzip, dass man hier so runter dann geht. Und dann irgendwie in so eine Höhle rein. Ja, das müsste irgendwie gehen. Ich glaube, das geht. Haben wir die erste Herausforderung schon geschafft, Freunde.
So, aber unsere Spitzhacke geht ja gleich kaputt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine neue. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und ich ärgere mich schon jetzt, dass wir keine Dia noch nicht haben. Und also das ist natürlich ein bisschen scheiße. Somit dauert das alles ein bisschen länger hier mit Steinspitzhacke, ne? Oh, war ja. Ich glaube, Freunde, ich mache das jetzt schon, oder? Dass ich jetzt sage, wir machen jetzt so einen Zeitraffer hier mit reinbauen. Dann könnte natürlich auch eine Folge ein bisschen kürzer sein, weil ansonsten, ich habe so die Befürchtung, dass es einfach ein bisschen zu langweilig für euch ist, wenn ich hier. Oh Gott, Leute, das ist eine ganze Menge. Doch, wir machen das mit einem Zeitraffer. Ich hole jetzt mal schnell mit euch noch, dass ihr das seht, die neuen Spitzhacken. Ich werde jetzt gleich mal ein paar mehr machen. Das sei mir mal gegönnt. Und dann mache ich gleich ein paar mehr, weil das wird auf jeden Fall wird es dauern. Aber das ist cool, das ist wichtig, das brauchen wir auch. Weil ansonsten ja, kommen wir da nicht, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich mache mal 10 Stück fertig und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, da geht noch mal kurz die Sonne unter. Da werde ich mal schnell noch schlafen gehen. Und dann gehen wir zur Höhle und dann beginne ich mit dem Zeitraffer. Das heißt, ich werde mal gucken, wie schnell wir da rausholen können. Das müsste mir eigentlich irgendwie gelingen. Und in dieser Zeit seht ihr das einfach ein bisschen schneller, sodass es nicht zu langweilig für euch ist, ne? Hat ja nichts mit Cheaten zu tun, weil ich habe ja hier die gesamte Zeit, die ich ja das Ganze mache, in Realtime. Ihr seht es halt nur in doppelter, dreifacher Geschwindigkeit, ne? So dass es nicht zu langweilig wird, weil das ist ja sonst blöd. Ich will euch ja nicht langweilen hier mit diesem Projekt, sondern ihr sollt ja richtig auch die Fortschritte sehen. Und hier kann ich wirklich sagen, die sind aktuell richtig super. Also das ist richtig toll. So, dann würde ich sagen, Spitzhacken hier unten rein, ne? Und es geht los. Und Zeitraffer!